Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Vor einigen Tagen hat mich ein Nutzer angeschrieben, und zwar wollte der eine runde Platine erstellen nach den Videotutorials Teil 14 und 15 hier in meinem Kanal. Und nachdem er da seine Schaltung gezeichnet hatte und die Leiterbahnen dann routen wollte im PCB-Layout, ging das nicht und es kamen Fehlermeldungen. Und das möchte ich euch heute mal zeigen, woran das liegt. Ich habe hier dazu mal eine kleine Schaltung erzeugt. Einen Transistor, 4 Widerstände, 2 Konnektoren. Hier nochmal gezeigt, auch mit dem DAC-Check alles in Ordnung passt. Die Bauteile sind alle annotiert und über die Netzliste auch exportiert. Und wenn ich jetzt hier mal mein PCB-Layout-Programm öffne, sehen wir jetzt also hier die Footprints. Und ich habe dann zusätzlich hier einen Edge Cut gezeichnet. Wie habe ich das gemacht? Ich habe hier in das Layer Edge Cut gewechselt und habe dann hier mit dem Kreis Tool einen Kreis gezeichnet, der sich dann im Layer Edge Cut befindet und dann hier zusätzlich die Bauteile darin platziert. Also würde jetzt theoretisch eine runde Platine produziert werden, wenn ich das in die Produktion gebe. Wenn ich jetzt hier Leiterbahnen ziehen möchte, passiert also Folgendes. Ich wähle hier oben mal das Leiterbahn-Tool aus. Kann ich auch mit der Taste X tun. Und wenn ich jetzt hier anklicke, sehen wir die Pads, die also verbunden werden müssten. Aber ich kann hier keine Leiterbahn ziehen. Was ich machen kann, ist hier draußen hinklicken. Dann sehen wir hier, wie ich eine Leiterbahn ziehen kann, aber eben wie gesagt, ich kann natürlich nicht hier in den Edge Cut hinein. Wenn ich mit Escape abbreche und hier nochmal innen versuche, auch das funktioniert also nicht. Irgendwann kommt dann hier, wenn ich ein bisschen rumklicke, die Meldung, das Routing kann nicht innerhalb einer Sperrzone oder auf dem Platinenumriss gestartet werden. Mit anderen Worten, dieser Platinenumriss hier, dieser Kreis innen, ist im Prinzip eine komplette Sperrfläche, in der ich keinerlei Leiterbahnen routen kann. Was habe ich jetzt gemacht im nächsten Schritt, weil ich mir das auch nicht erklären konnte? Ich habe also auf Launchpad hier in der Mailinglist zu KiCad mal eine Frage gestellt und hatte dann auch relativ schnell die Antwort. Das ist also hier unten, sieht man das. Das ist also ein Bug, der ist bereits bekannt und den gab es in der Version 5.0.2 noch nicht. Das heißt, ich konnte meine Platine, meine runden Platinen noch wunderbar erstellen. Jetzt hier in der Version 5.1.2 ist er bekannt geworden, dieser Bug. Und wenn ich das jetzt hier so richtig sehe, dann ist hier unten als Milestone angedacht, diesen Bug wieder zu beheben in der Version 5.1.3, wenn es die denn irgendwann mal gibt. Soweit dazu. Das heißt, wir können jetzt hier kein Routing durchführen. Wie können wir jetzt so ein Problem umgehen? Ganz einfach, und zwar gehen wir dazu folgendermaßen vor. Wir wählen einfach mal hier diesen Kreis an. Jetzt ist er markiert. Mit der Taste E komme ich hier in die Eigenschaften und ich wähle jetzt hier statt Edge Cuts einfach Drawings User aus, sage dann OK. Damit habe ich diesen Sperrbereich im Prinzip aufgehoben und ich kann jetzt hier mit der Taste X mein Leiterbahnwerkzeug anwählen und ich kann jetzt auch hier entsprechend Leiterbahnen routen durch das Verschieben dieses Kreises oder dieses Edge Cuts hier in ein anderes Layer wird dieser Sperrbereich aufgehoben. Ich kann jetzt routen. Ich habe hier trotzdem immer noch meinen Anhalt, den ich nutzen kann, um jetzt hier nicht über diesen Edge Cut hinauszukommen, indem ich das jetzt hier als Drawings User belasse. Wenn ich dann irgendwann meine komplette Platine fertig geroutet habe, meinen DAC-Check durchgeführt habe und soweit alles in Ordnung ist, muss ich jetzt dann natürlich einfach wieder hier hergehen, den Kreis anwählen mit der Taste E und setze den dann wieder zurück in dieses Layer Edge Cuts und hätte dann so meine Platine auch noch geroutet. Das wäre dann der letzte Schritt, um diesen Bug jetzt erst einmal zu umgehen. Wie gesagt, bei
Platinen, die rechteckig sind, die also hier mit diesem Polygon-Tool gezeichnet wurden, tritt dieser Fehler nicht auf. Das ist also nur bei Platinen, die kreisrund sind. Es liegt wahrscheinlich hier an diesem Zirkeltool. So, das dazu. Ihr könnt, wie gesagt, diesen Bug auf diese Art umgehen. Und ich denke mal oder hoffe mal, dass er dann in der nächsten Version wieder beseitigt ist. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.